Und willkommen zurück zu euer Kicks Gamer bei Trim Sim World. Ja, gestern kam ja Sieg Nord raus und habe ich ja gesagt, morgen machen wir zusammen. Ja, morgen heißt heute, machen wir die erste Mission in Sieg Nord. Darauf freut ihr euch, glaube ich. Eine schöne Hauptmission, weil gestern haben wir ja die Tutorials gemacht, die Einführung. Entschuldigung. Okay. Und heute machen wir eine Hauptmission. Aufgewacht? Nein. Wir machen Frachtwechsel. Bringen Sie die neuesten Stahllieferungen zu Kunden, bevor sie eine Zugladung Holz an eine nähgelegene Papierfabrik liefern. Heißt, wie ich das verstanden habe, haben wir jetzt genau zwei Lieferungs. Okay. Hohenlimberg ist Abfahrt von Hohenlimberg. Was ich verstanden habe. Ja. Also von Hohenlimberg fahren wir los. Okay, dann let's go. 45 Minuten haben wir. Ja gut, wir haben jetzt keine 45 Minuten Zeit, sondern so geschätzt, was das Spiel mal so schätzt, aber na gut. Frachtwechsel. Vorteil, wir haben jetzt auch keine Zeitvorgaben. Okay. Ein Stahlzug wurde geladen, vorbereitet und muss zum Verschweidungsbahnhof nördlich von Hagen gebracht werden. Dort das. So schnell habe ich noch nicht mal gelesen. Steigen Sie in einen Zug. Steigen Sie ein. Okay. Wir machen mal Feuer. Was? Fertig. Einmal so. So wie sich das gehört. Jupp. Und zip. Einmal die Automatik. Nein. 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 Wo war denn das mit dem Licht? Ah, Licht war ja in der Mitte. Schick dann. L. Wo kann man auch die Farbe? Ah. Okay, hier ist sehr Betrieb. Welches Sicht habe ich denn jetzt hier an? Gar keins, merke ich gerade. Okay, heißt, ich muss erstmal den Zug starten, glaube ich. Dann machen wir das hier erstmal auf Signal, so. Und steigen erstmal in den Zug ein. Genau, Zug ist noch nicht startbereit. Sekunden. Okay, jetzt haben wir es. Automatik passt. Schieferschalter an. Richtig, machen wir auf.
Wenn ich bremse, jetzt automatisch. Die Bremse ist gelöst. Löser. Man muss dann auch den Zugabnehmer hochheben. Dann den Trenn. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Stellen Sie den Hauptschalter auf Neutral, habe ich. Um die Bremsen aufzuladen. Zugbeeinflussung. Okay. Jetzt habe ich ihn jetzt kaputt gemacht. Hey, komisch, da sind die ganzen Displays noch aus. Jetzt! Zug war aus. Jetzt haben wir's. Oh, das war doch schwarz. Das machen wir gleich. Das Licht jetzt an oder aus? Okay, vorne ist es so und hinten ist. Sieht es immer noch aus. Wo könnte man das? Oder warte mal. Ich glaube, ich muss das hier extra machen. So, jetzt muss es doch rot leuchten, oder? Immer noch nicht. Ich muss das hier auch anmachen, glaube ich. Nein.
Jetzt? Jetzt muss rot sein, oder? Wie kriegen hier die roten Lampen an? Für mich immer nur das Gleiche. Nee, ich sehe keinen Unterschied. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Steigen jetzt ein. Lösen einmal die Parkbremse. Jo, ich würde sagen, ich bin bereit. Aber wir machen kurz mal was. Das muss aus. So, jetzt fahren wir auch los. Fahren wir jetzt? Ah. Okay, das ist voll komisch noch mit der Lok hier.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Bis ein Stück kommen wir vorne. Oh, da ist noch voll viel Platz. Meine Frage ist jetzt, ist es auf der Seite, gibt es diese Schiefer auch? Ja, gut. Was vergessen auf der Seite. 140 km/h kann der Zug schnell fahren. Wow. Fort. Fahren wir jetzt? Wir fahren langsam los. Wo ist das jetzt vorne?
Ah, jetzt beschleunigt der Zug auch mal. Ab nach Hagen. Oh. Heute noch nichts geschafft, merke ich gerade. Zug macht echt komische Geräusche. Ah, Scheibenwischer ist hier unter. Fahren echt einen langen Zug. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das eine da funktioniert. Jo, jetzt geht's vorwärts. Ab nach Hagen. Fahren wir Geschwindigkeit drauf.
geht bergab hier. War schon ganz cool gemacht. Ich will ja nichts sagen, aber der Zug bremst. Was ich nicht so ganz verstehe, ist dieses Ding hier.
komisch. Zugbeeinflussung. Jetzt hat der Zug mal seine Geschwindigkeit. Okay, ich würde mal sagen, wie es weitergeht, wird in den nächsten Part sehen. Ein bisschen hin und her. Ja, naja, neuer Zug und neue Missions. Mehr sage ich dazu nicht. Naja, bis zum nächsten Mal, euer GexGamer. Tschüss.